eine Gehirnerschütterung. Gehirnerschütterung? Ja, ein lustiges und temporeiches Bühnenschmankerl der Theatergruppe Forchdorf gibt es in der Kitzmantelfabrik zu sehen. Vergiss dein Pharma. Was hast du vorhin von der Polizei erzählt? So, deine Frühstückspucks. Ich habe mit dem Polizeirevier in Brooklyn gesprochen. Gut, gut, jo. Ich will auch mit Tramlern. Hol ihn den Pharma nochmal. Ich will den Pharma nicht. Mr. Gardner wird gleich da sein. Die etablierte Gruppe um Spielleiter Christian Enser bringt ihr aktuelles Bühnenstück Taxi, Taxi. Wer schreit denn oder wer ruft denn hier da das Taxi an? Das Taxi ruft eigentlich niemand an. Ja? Der Taxifahrer, der kommt selber überall hin. Und zwar in die Bredouillen, wo er sich eingehandelt hat durch zwei Ehen gleichzeitig. Eigentlich ein Wahnsinn. Ja? Unvorstellbar. Nur dazu, wenn man sich vorstellt, man spielt da mit zwei Ehefrauen den größten Stress seines Lebens und hat daheim nur eine dritte, so wie es bei mir ist. Ja, es hat eigentlich das Stück, der Taxifahrer John Smith führt eigentlich ein wunderbares Leben. Er genießt die Vorteile von zwei verschiedenen Ehefrauen, einer jüngeren und einer in seinem Alter, aber durch seine Hilfsbereitschaft, weil er einer alten Frau auf der Straße gegen einen Handtaschenraub helfen will, wird er dort niedergeschlagen und das Ganze kommt über die Polizei dann so also in Gang und dann kommt der ganze Stress zusammen und Ausreden und Lügen und sein Freund will ihm helfen, aber das wird aber nur blöder. Ich bin jetzt, glaube ich, seit 8 Jahren dabei, ungefähr. So ganz genau weiß ich es nicht mehr. Aber es haben sich die Rollen über die Jahre ein wenig verändert. Am Anfang natürlich ein bisschen zum Reinschnuppern. Und dann, ja, jetzt probiere ich das mal ein bisschen mehr mal aus. Ich bin einmal hergegangen, habe das ganze Stück gelesen und habe mal geschaut, okay, was kann ich wo irgendwie draus machen und habe dann versucht, das irgendwie auf die Art umzusetzen, wie ich glaube, dass ich das hinkriege. Und dann natürlich noch mit Tipps von Kollegen und vom Regisseur, dass man dann einfach ein bisschen so schaut, okay, was kann man vielleicht noch zusätzlich rausholen. Die ausverkaufte Premiere am 18. Februar verspricht weitere voll besetzte Sesselreihen. Mit dem Stück Taxi Taxi werden die Lachmuskeln der Zuschauer neu aktiviert. Ich muss jetzt gehen, ich muss die Kühe melken. Ein Abend frei vom Alltag. Neben mir sitzt jetzt die Rolle Bobby Franklin und ich frage jetzt genau die, wie bereitet man sich eigentlich auf diese Rolle vor? Du bist geschminkt, du bist dekoriert von oben bis unten. Was hast du gemacht? Was ist dein Geheimnis? Ja, zuerst ist einmal ganz wichtig, also dass man sich auf die Rolle so vorbereitet. Man schreibt sich jetzt erst einmal ein paar Eigenschaftswörter auf, also wie man die Rolle spielen will. Die muss man natürlich auch in der ganzen Rolle auch dann bringen und sich emotional darauf halt einstellen. Und dadurch, dass die Rolle halt auch so ausgelegt ist, wie man ein bisschen an der Aufmachung sieht, wenn man warm angehaucht halt ist, jetzt habe ich natürlich sprachlich auch ein bisschen was machen müssen und da ist mir da zufällig das Traumschiff Surprise, habe ich im Fernsehen gesehen und sehe den Bulli Herbig und denke mir, naja, das probierst. Und das habe ich halt probiert, also ich kann nicht kopieren, aber das ist halt im Ansatz halt dann so die Sprache auch dazu. Ja, und das zusammen mit dem Outfit, die Eigenschaftswerte, die Emotionen, was ich haben muss und mit der Sprache verkörperst dann die Rolle. Karten für die nächsten Vorstellungen gibt es auf oeticket.com, im Fachgeschäft Fischer und bei der Raiffeisenbank Forchdorf. Das ist eine Verletzung der Privatsphäre. Ich brauche einen Bild. Raus!